Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Morgen-Mukbang auf meinem Kanal. Heute mal nicht unten. Mein Papa ist da. Wir haben heute Freitag und mein Papa ist da. Der ist gestern nach Hause gekommen wegen einem Streik, der heute stattfindet. Und deswegen kann mein Papa nicht fahren, weil in der Region, wo er fährt oder beziehungsweise in den Regionen, wo er fährt, ist halt einfach Streik. Die streiken da. Und dementsprechend kann er halt auch keine Container ausliefern. Beziehungsweise, ich glaube, in den Häfen wird gestreikt. Ich bin mir nicht sicher. Oder am Hafen, je nachdem. Mein Vater ist ja in vielen verschiedenen Regionen. Dementsprechend wurde er gestern nach Hause geschickt und ist heute zu Hause. Genau, ich frühstücke jetzt. Ich habe hier einmal Vollkorntoast. Dann habe ich hier, wie immer, Schmelzkäse drauf. Dann habe ich hier irgendwelche Geflügelscheiben. Keine Ahnung. Bisschen Käse, Marmelade. Wieder Marmelade muss ich heute kaufen. Und ein Wiener Würstchen. Geflügelwürstchen. Heißt es dann trotzdem Wiener Würstchen? Keine Ahnung. Genau. Ich muss gleich zu Aldi fahren. Ich wollte eigentlich für euch ein cooles Aldi-Video drehen. Und zwar bin ich letztens so durch den Aldi geschlendert. Und mir sind plötzlich so Flashbacks gekommen. Ich dachte mir so, krass, die Produkte, die du damals in der ersten, zweiten Klasse also mitbekommen hast von deinen Eltern, beziehungsweise so trinktechnisch, so esstechnisch, gibt es einfach immer noch. Wie lange das einfach her ist. Wann wurde ich eingeschult? Mm. 2008 wurde ich, glaube ich, eingeschult. Ich wurde mit 7 eingeschult. 1? Ja, 2008 wurde ich eingeschult. Und viele der Sachen gibt es einfach immer noch. Die musste ich kaufen. Das sind aber halt einfach so Produkte, die kann ich nicht mehr sehen und die würde ich freiwillig nicht mehr kaufen. Ich selber. Mm-mm. Weil kennt ihr das, wenn ihr euch von irgendwas einfach überfressen habt, übertrunken habt und ihr habt einfach so einen Ekel davor. Ihr wisst ganz genau, schmeckt nicht scheiße, aber ihr könnt es einfach nicht trinken oder essen. Und das habe ich halt bei den Produkten, die ich gekauft habe, auch. Das Ding an der ganzen Sache ist, meine Eltern essen diese Sachen immer noch sehr, sehr gerne. Oder trinken diese Sachen immer noch sehr, sehr gerne. Kaufen es zwar nicht immer und ich habe halt eine Sache im Kühlschrank getan. Die ist jetzt weg. Mein Papa hat die heute Morgen gegessen. Aber ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich fahre gleich einfach nochmal zu Aldi und kauft das Ganze nach. Ich habe gerade eben auch schon bei meiner Bank angerufen und habe da was klären müssen, weil wir nach Kroatien fahren und ich habe eine Kreditkarte und die Kreditkarte ist ja eine Mastercard, also einige haben so, einige haben so. Ich habe eine Mastercard. So, und das Ding an der ganzen Sache ist halt einfach, ich wollte wissen, wie viele Gebühren ich in Kroatien zahlen muss, wenn ich mit der Mastercard bezahle. Jetzt habe ich den Termin bekommen, weil ich noch was klären muss da und muss dann nochmal gucken, wie ich das da jetzt mache. Aber auf jeden Fall, dass ich dann, wenn ich nach Kroatien fahre, die Kreditkarte als Konserve mit dabei habe. Ich weiß nämlich nicht mal, ob man mit normalen Karte in Kroatien bezahlen kann. Also ich weiß von vielen verschiedenen Ländern. Und oft war es halt so, dass du mit Maestro heißt das, glaube ich, die normale Girokarte nennt man das, glaube ich, jetzt mittlerweile. Oder, ach, keine Ahnung, wie man die Dinger nennt, normale Karte. Ich glaube, die haben, also die meisten, ich weiß, dass zum Beispiel Sparkasse auch Maestro noch ist. Die neuen Karten sind, glaube ich, auch Mastercard, aber die alten sind Maestro. Und dass man halt nicht in jedem Land mit Maestro zahlen kann. So, in Kroatien weiß ich, dass das geht. Also ich habe noch eine Tankstelle im Kopf, da stand Maestro, dass man das benutzen kann. Wiederum in einem anderen Laden ging halt nur Mastercard. Und ich habe jetzt extra meine Kreditkarte da mitnehmen wollen, dass wenn wir jetzt irgendwo, keine Ahnung, nicht genug Bargeld mit dabei haben, dass wir halt trotzdem noch bezahlen können. Weil ich die Einzige aus der Familie bin, die eine Kreditkarte hat. Ihr braucht keine Kreditkarte. Ich verspreche euch, dass ihr braucht keine Kreditkarte. Also wenn euch jemand eine Kreditkarte anbietet, ihr braucht die nicht. Ich schwöre euch, ihr braucht die nicht. Ja? Okay, gut, wo... Nee, man braucht die halt einfach nicht. Ich habe die mit 18 Jahren alt von meiner Bank aufgedreht bekommen. Nur Scheiße bei rumgekommen, ehrlich. Ich habe es zwar bis jetzt, seitdem ich sie habe, immer irgendwie hinbekommen, aber nur Scheiße bei rumgekommen. Ich verspreche es euch. Bei der Kreditkarte ist das nämlich so, zumindest bei dem Modell, was ich habe. Ich habe halt von meiner Bank eine Kreditkarte Gold bekommen, also so heißt das, Kreditkarte Gold.
Die muss man bezahlen. Die kostet jährlich ca. knapp an die 80 Euro. Du hast halt einen Betrag, den du hast, bis zu dem du bezahlen kannst. Und den musst du dann jeden Monat am 15. ausgleichen. Das heißt zum Beispiel, okay, bei mir waren es bis jetzt die letzten Jahre immer am 17., aber egal. Die wird dann jeden Monat am 15. ausgeglichen. Oh, da hämmert jemand. So, wenn du 18, 19 bist, ja, dann hast du so viele Ideen, was du dir kaufen willst. Und am 15. denkst du dann immer nur, Scheiße, warum werden jetzt 400 Euro von meinem Konto abgezogen? Ja, weil du 400 Euro mit der Kreditkarte bezahlt hast, du Depp. Ich habe es zwar immer geschafft, man kann die Kreditkarte auch ziehen, das ist auch möglich. Aber das ist purer Bullshit, Leute. Das ist purer Bullshit. Man braucht sie halt einfach nicht. Gut ist sie halt einfach nur zum Reisen, aber ansonsten muss man gucken, dass ich die endlich kündige. Ich brauche die halt einfach wirklich nicht. Was machen die da? Gerade bei Jüngeren mit der Kreditkarte, Leute, das ist schwachsinnig. Das ist so schwachsinnig. Also ganz ehrlich, als ich umgezogen bin, war diese Karte Gold wert. Die hat mir so hart geholfen. Natürlich, ich war 18 Jahre alt. Ich hatte nicht die Kohle dafür. Ich hatte für den gesamten Umzug irgendwelche 3.500 Euro. Mit der Kreditkarte konnte ich mir meinen Fernseher leisten. Mit der Kreditkarte konnte ich mir andere Dinge kaufen. Mit der Kreditkarte konnte ich mir mein Sofa leisten. Ich habe es immer am 15. ausgeglichen. So ist es nicht. Ich habe, glaube ich, nur in der Corona-Zeit 3 oder 4 Monate habe ich gestreikt. Ja, 3 oder 4 Monate habe ich da gestreikt, aber ansonsten habe ich sie immer ausgeglichen. Das heißt, da bin ich immer sehr vorsichtig gewesen, dass ich das halt alles immer so hinbekomme. Aber wenn ich jetzt überlege, ich brauche sie nicht. Es ist halt einfach eine Falle im Prinzip. Jetzt brauche ich sowieso nicht, wenn ich mir was kaufe, dann bezahle ich das halt immer mit meiner normalen Karte. Und dafür halt 80 Euro im Jahr zu bezahlen, sehe ich halt auch nicht rein. Jetzt außer im Urlaub, dann ist es sinnvoll, weil, wie gesagt, nicht jedes Land oder nicht jeder Laden akzeptiert Maestro-Karten. Weil meine ist halt zum Beispiel noch Maestro. Die neuen Karten sind, glaube ich, schon Mastercard. Oder trotzdem, weil Maestro soll ja irgendwie abgeschafft werden, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, noch eine coole Sache zu erzählen. Gestern hat hier eine Nachbarin geklingelt, die ich in meinem Leben vielleicht einmal gesehen habe, seitdem wir hier wohnen. Und die fing dann so an zu erzählen, dass in dem Garten was liegt. Und ob sie wüsste, ob jemand bei uns hier die Vögel füttert. Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Ah, unsere Nachbarin links, der Helikopter. Ja, die hat wohl noch irgendwas an Tierliebe im Kopf. Und meine Mutter. Und dann fasst sie sich so an den Kopf und sagt mir so, nein, nein, nein. Ich gucke sie so an, so was, nein. Das dürfen sie nicht. Das darf ihre Mutter nicht, weil meine Mama war nicht zu Hause. Ich gucke sie nur so an, so warum darf meine Mama die Tiere nicht füttern? Hallo? Stell dir vor, man füttert dich nicht, Mann. Tiere haben genauso Hunger wie wir. So. Und nicht immer findet jedes Tier etwas zu essen. Es gibt Tiere, Alter, die verhungern wahrscheinlich. Hunde, Katzen, die frei auf der Straße sind. Auf jeden Fall fasst sie sich am Kopf. Nein, das geht so nicht. Ich muss mit ihrer Mutter sprechen, das funktioniert so nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Guck sie nur so an. Ja, kommen Sie morgen wieder zwischen der und der Zeit, klären Sie es mit meiner Mutter. Und dann fingen sie plötzlich an. Und ich habe den Zusammenhang erst später herausgefunden. Also, das hat plötzlich so in meinem Kopf gemacht. Und dann fingen sie plötzlich so an. Ja, ich habe gesehen, dass sie eine Ratte ist. Ich habe euch ja erzählt damals, dass wir eine Ratte hatten. Die ist nicht mehr hier. Und dann habe ich gesagt, habe ich gesagt, ja, wir hatten hier eine Ratte, die ist auch irgendwie zwischen die Wand gekommen, weil irgendwas hat hier gekratzt bei uns an der Wand. Und seitdem die Ratte nicht mehr da ist, ist es halt auch weg. Und da sie halt auf den Dächern wohl klettert, kam auch dieses Kratzen zustande. Irgendwo hat sie wohl einen Eingang gefunden. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass die Ratte, die wir gesehen haben, ja, die auch von den Nachbarn gesichtet wurde, hier bei uns, nicht mehr da ist. Unsere Ratte, die wir aber hatten, die haben wir zuletzt im Mai gesehen. Und sie hat eine Ratte vor 2 Wochen gesehen. Das heißt, wir haben hier ein paar Ratten wohl. Wir haben hier ein paar Häuser weiter, die haben Hühner und sowas.
Da wo Hühner sind, sind auch Ratten. Wir haben hier auch Biotonnen und sowas. Perfektes Futter für die Ratten. Und ich habe erstmal nicht verstanden, was sie von mir möchte. So, erst fingen sie an mit Vogel und die Vögel futtern und dass sie was in ihrem Garten deswegen liegen hatte. Und dann plötzlich ging sie rüber zu den Ratten. Ich habe mir so, was will die von mir? Ich habe die erstmal abgewimmelt, habe gesagt, hey, kein Thema, klären Sie das morgen mit meiner Mutter. Sie ist zu Hause. Ich muss jetzt eben leider die Tür zumachen, so nach dem Motto, ich muss zur Arbeit, habe ich gesagt, ne? Kommen Sie gerne morgen wieder. Und dann stehe ich da auf der Arbeit und denke mir so, ach so. Vögel futtern? Ratten. Die klingelt nur bei uns. Die gibt uns gerade die Schuld, dass wir Ratten haben. So, sie hat die Ratte gesehen, nicht wir. Die, okay, wir haben davor auch eine Ratte gesehen, aber die war ja nicht nur bei uns im Garten. Ich verstehe gerade nicht, was die, oder allgemein nicht, was die von uns wollte. Uns die Schuld dafür geben, weil wir Vögel füttern, dass wir Ratten haben. Ich meine, so wie einige hier ihre Mülltonnen haben, ey, kein Wunder, ne? Aber wenn man bei uns im Garten geht und unsere Mülltonnen anguckt, Leute, du kannst diese Mülltonne ablecken, Alter. Unsere Mülltonnen sind sauber. Meine Mutter wäscht ihre Mülltonnen, das ist kein Scherz. Die Mülltonnen meiner Mutter sind wirklich sauber, komplett sauber. Wenn die die an die Straße stellen und du im Vergleich die anderen Mülltonnen anguckst, das ist heftig, wie einige Leute ihre Mülltonnen halten. Und die stinken bis zum geht nicht mehr. Meine Mama hat den Müll da drin und selbst dann stinkt er nicht. Meine Mama trennt hier richtig. Plastik, Plastik. Dann Restemüll und wir haben auch noch eine Bio. Also Bio. Meine Eltern haben hier einen, ich weiß gar nicht. Meine Eltern haben einen Komposthaufen. Heißt das so? Keine Ahnung, aber da kümmern die sich halt auch immer drum. Und so wie sich das gehört. Bei uns ist nichts. Das Einzige, was wir hier haben, ist ein paar Vögel, Alter. Und vielleicht mal eine scheiß Taube, die sagt, hi, moin, wie geht's? Aber ansonsten, ich verstehe nicht, was die uns jetzt andrehen wollte. Und vor allem ihres, nein, nein, das darf ihre Mutter nicht. Habe ich mir ehrlich nur gedacht, ja, sag das morgen meiner Mutter. Und die wird ihr genau das sagen, sie macht, was sie möchte. Punkt, meine Mama ist tierlieb. Meine Mutter könnte niemals in Russland, wo wir unterwegs waren, jedes Mal, ja, egal welcher Hund auf der Straße war, wir sind in den Laden gegangen, in den nächsten Laden und haben den Hund da gefüttert. Meine Mama hat extra solche Plastikschalen gekauft, hat da Hundefutter reingemacht und hat diese Hunde da und Katzen gefüttert. Meine Mama ist ihr Leben mit Tieren aufgewachsen, sie liebt Tiere über alles. Und warum darf man Tiere nicht füttern? So, hallo? Meine Mama hat das sogar gemacht, wir hatten Nüsse, die schon etwas hart waren. Also, was heißt Nüsse? Ja, das waren solche Nüsse. Ich glaube, wir kennen alle diese normalen Nüsse halt. Die halt auch in diesen Schalen drin sind. Walnüsse? Heißen die Walnüsse? Keine Ahnung, auf jeden Fall, weil die hat meine Mama aus Versehen die Tüte offen lassen. Und die stand halt eine etwas längere Zeit offen. Und meine Mama hat die zum Beispiel nicht weggeschmissen. Die konntest du so nicht mehr essen. Die haben überhaupt nicht mehr lecker geschmeckt. Aber die konntest du halt einfach nicht mehr essen. Hat die einfach rausgeschmissen so. Und dann hast du halt nur gesehen, gegen Abend, sobald es ein bisschen dunkler geworden ist, sind dann die ganzen Eichhörnchen langgekommen. Wir hatten in unserem Garten locker 3 Eichhörnchen. Und das war so niedlich, Leute, das war so niedlich. Ich konnte das ja aus dem Küchenfenster, konnte ich das sehen. Meine Mama hat das da vorne so hingeschmissen. Und dann am Abend hatte ich noch Hunger und wir haben halt unsere Überdachung ist beleuchtet. Und wir haben zum Beispiel auch so einen King Julian, nenne ich den, so eine King Julian-Figur, die leuchtet halt auch mit den Augen. Dann konntest du das so richtig sehen und das war so richtig süß. So, und damit erleichtern wir halt so ein bisschen den Eichhörnchen und allgemein den Tieren ihr Futtervorrat, sagen wir mal so. So, ich beende das Video jetzt. Ich bin gespannt, wie das heute ausgeht. Ich glaube, hier mit Krieg. Meine Mom schmeißt ihn, glaube ich, von ihrem Grundstück. Safe, safe, safe. Mit meiner Mutter, nein, meine Mom diskutiert nicht lange. Gehen sie einfach und fertig. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Morgen Mittag, Abend, wann auch immer ihr das Video gesehen habt. Und bis zum nächsten Video. Leute, heute Nachmittag gibt es einen DM-Live-Haul. Ich war nämlich einkaufen, ein bisschen für den Urlaub schon. Deswegen seid gespannt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.